2010. Da hatte die großen Dialoge, wovon wollen wir leben, wie wollen wir leben, wie wollen wir lernen. Die Experten haben dann auch sich andere dazu geholt, haben gemacht und so weiter. Wir haben uns im Ausschuss mehr gewusst, dann haben wir ja auch noch eine Frage gehabt. Und dann gab es eine große Bürgerbeteiligung. Ich glaube, 7000 Bürger haben sich beteiligt und ist alles gekämpft. Vorschläge und so weiter. Aber wir haben dann gesagt, von oben, wenn es von oben nicht kommt, dann war uns danach auch klar, wir durften ja das Wort Schule nicht im Mund nehmen. Weil ja Länderhoheit ist. Ne? Musst du dir vorstellen, du bist da bei Lernen, darfst du nicht Schule sagen, musst immer drumherum reden und so. Und dann haben wir gesagt, okay, dann schauen wir jetzt, dass wir die Bürger, also die Kraft, die in jedem von uns steckt, dass wir die aktivieren. Dass wir aus der Angst Mut machen, sozusagen. Die ganze Expertise ist ja da, wir wissen ja, woran es hapert. Und dann haben wir, oh nee, und wir dürfen nicht und die Lehrpläne und so weiter. Und dann haben wir Schule im Aufbruch gegründet. Wir haben gesagt, Leute, startet, wir vernetzen euch, wir unterstützen euch, wir bringen euch zusammen. Schule im Aufbruch ist jetzt 2011, haben wir Schule im Aufbruch gegründet. Und der Auftakt war eine Tour mit einem Bus. Ja, Lernlustation ist. Und das stand da groß auf dem Bus, den hatte uns jemand gesponsert und sind wir einmal nach Deutschland gefahren. Ich glaube, bei 10 Tagen. 10 Tage, ja. 11 Städte und haben da solche Abende gestartet in den großen Hallen. Und das war der Wahnsinn. Da kommen heute und Leute auf uns zu und sagen, da waren wir mit dabei in München. Das ist nicht gut. Ich war mit dabei. Da war eine gute Stimmung da zur Zeit. Und da ging es richtig, da hatten wir die Hoffnung, dass es sich ausbreitet und dass es nicht mehr anzuhalten ist. Und das, darüber müssen wir dann auch hier miteinander reden, warum kommt so ein Impuls da nicht durch in der Gesellschaft. Also es ist nicht nur, dass wir wissen, wie es geht, manchmal entsteht auch ein Impuls und dann besteht der da. Und das würde mich auch interessieren, was wir da zu tun haben. Und das in Zukunft vermeiden kann. Wenn so ein Impuls da ist, dass der dann auch durchzieht. Und das Besondere war, wir beide saßen ja nicht alleine im Bus, wir hatten ja 8 Mädels und Jungs dabei, zwischen 11 und 13 Jahren. Und die waren die Eigentlichen. Eine konnte Steppentanz auf der Bühne machen, das war ja mal. Sie haben immer eröffnet, warum, also was ihnen so Freude macht am Lernen. Die kamen ja alle von der Evangelischen Studienwerke Zentrum, die sich damals gerade aufbaute und haben so eine Begeisterung ausgestrahlt. Und dann bin ich da nochmal reingegangen. Auch so herzberührend, würde ich mal sagen, ein bisschen so auf allgemeine Ebene. Und dann kamen die Leute, das war ein super Format. Und ja, 11.000 Menschen in 10 Tagen war schon eine Menge, weil da gab es noch gar nicht so sehr Social Media und so. Also, so sind wir gestartet und schon im Aufbruch gibt es jetzt auch nur mal schnell am Rande in Österreich und auch in Polen. Und die Frau Engelhorn, die Erbin, die hat ja die 25 Millionen verschenkt. Und ein Bürgerrat, unser Rat, hat ja geschaut, er soll die bekommen. Und ich freue mich total, weil Schule im Aufbruch Österreich, haben wir beide ja auch aufgebaut, feiert gerade 10 Jahre und die haben fast 1 Million jetzt bekommen von den Engländern. Millionen. Ja. Das sind die schönen Ja. Okay, wir wollen jetzt einfach mal Folgendes versuchen. Wir versuchen, dieses Thema Bewusstsein mit dem Thema Bildung so zu verbinden, dass das die Grundlage wird für das, was wir dann später im Laufe dieses Tages und der ganzen anderen Zeit da. Wenn ich so gefragt werde, was denn so das Entscheidende ist, was diese Hirnforschung da so geliefert hat. Also, ich glaube nicht, dass die Hirnforschung irgendwas Besonderes ist. Es gab eine besondere Phase in den 90er Jahren, wo die mal so einen eigenen Durchbruch erlebt haben, weil sie ihr eigenes Paradigma gesprengt haben. Das Paradigma hieß, das Gehirn kann sich nicht mehr verändern, es fertig ist, weil es von genetischen Programmen zusammengebaut wird. Und das ist auseinandergeflogen, ist um die eigenen Ohren geflogen, sie sind damit nicht zurechtgekommen, so wie sie bis heute auch noch nicht damit zurechtgekommen sind, dass das Genom etwas ist, was nicht darüber bestimmt, was am Ende draus wird.
Wir nennen sie das jetzt Epigenetik und in der Hirnforschung suchen sie nun auch noch anderen Begriffen auf alle Fälle. Dieser neue Begriff heißt Neuroplastizität. Das ganze Leben lang baut sich das da oben um. Da können wir gerne noch ausführlich darüber reden, wie das passiert. Aber weil sich das da oben dauernd umbaut und wir keine genetischen Programme haben und deshalb auch keine instinktiven Verhaltensweisen haben, die unseren Lebensweg bestimmen, ab und zu mal eine Reaktion, ja, aber nicht unseren Lebensweg, ist die schöne, frohe Botschaft, wir sind alle Suchende und keiner weiß, wie es geht. Menschsein. Und das ist das, was wir seit Menschengedenken hier auf diesem Planeten treiben. Wir versuchen uns da zurechtzufinden und machen auch sehr viel Mist dabei. Aber doch geht es doch irgendwie ein bisschen immer Schritt für Schritt weiter. Und es gibt jetzt ein großartiges Buch, das ist von, wer ist der Vorname, Thomas Sellen? Also ein Leipziger, nein, ein privaten Forscher und Anthropologe, der in Leipziger Anthropologie war, oder vielleicht noch ist, weiß ich gar nicht. Thomas Sello heißt ja, hat schon Fachbücher veröffentlicht. Und das Neue heißt Evolution des Handelns. Und das ist richtig geil. Weil der sich jetzt hinstellt und sagt, wir gucken uns das doch mal unter einem ganz anderen Gesichtspunkt an, nicht wie die genetischen Programme und der Wettbewerb und was da alles so ist, sondern wir fragen einfach mal, wie lernen Lebewesen zu handeln, also einzeln. Und dann vielleicht auch die ersten Tiere, wie lernen die zu handeln, und dann können wir das ganz locker beschreiben, das ist ein Reizreaktionsdienst, die haben natürlich Sinnesorgane, die feuern da rein und machen irgendwas, und dafür gibt es dann eine Verbindung mit einem anderen Kabel und dann kommt irgendwas raus. So. Da ist nicht viel Luft. Das geht so. Man könnte fast sagen, wie so eine Reizreaktionsmaschine sind, die ganz einfach noch. Und dann geht es los und das wird auf einmal alles rausgefahren. Und darüber bauen sich dann neue Netzwerke, die jetzt mit deren Hilfe diese Handlungszwischen. Was da als Reiz kommt und dem, was als Handeln erfolgt, dass man noch gebremst werden kann. Das ist die erste Stufe, dass man nicht immer muss, sondern auch mal einleiten kann. Da sind wir jetzt schon bei den Krokodilen. Und dann wird es auch noch so, dass man noch mehr einbeziehen kann und dass man sich noch überlegen kann, ob man überhaupt will. Und da merkt ihr, da kommt man jetzt zum Bewusstsein. Das Bewusstsein leitet sich zwangsläufig aus der Tatsache ab, dass da irgendwie Handlungen gemacht werden müssen von lebenden Systemen. Das ist unvermeidbar. Und wenn wir jetzt wieder zurückfallen würden, weil es uns hier nicht gelingt, diese Erde zu erhalten, und es würde hier alles vernichtet und es würden nur noch Würmer übrig bleiben, es würde wieder genauso werden. Und es würden wieder bewusstseinsfähige Formen entstehen, die es dann vielleicht besser machen. Und das dauert noch lange, die Sonne glüht noch eine ganze Zeit und es wird noch mehrere Durchläufe geben können, wenn sich das Produkt dieses Evolutionsprozesses in die letzte Stufe verweist, um zu begreifen, wofür sie da sein können. Und wofür sie da sein könnten, jetzt komme ich schon fast in den Bereich der Bildung, sie könnten verstehen, dass sie Teil eines lebendigen großen Organismus sind, der sie hervorgebracht hat. Wir sind doch hier keine Aliens, die irgendwo runtergefallen sind, ohne die Cyanobakterien, die Photosynthese erfunden haben und die Pflanzen, die das dann übernommen haben. Wer gäbe es nichts auf dieser Erde? Die stellen für uns sozusagen die Energie her, die wir brauchen und die wir in Form von Zucker und Kohlenhydraten oder so in uns aufnehmen. Die stellen sogar den Sauerstoff her, den wir brauchen. Also, das ist doch nicht so, dass man so tun kann, als ob wir was anderes sind als die. Die sind doch ein Teil von uns, wenn man es wirklich ernst meint. Und das heißt, das Leben hat sich auf diesem Planeten wie ein Wunder aus irgendwelchen Anfängen herausgeformt. Und dieses Leben bringt eine Lebensform hervor, die ist natürlich Teil dieses ganzen Lebens und wird von diesem Leben hervorgebracht. Und diese Lebensform ist in der Lage, so viel Bewusstsein herauszubilden, dass es möglich ist, dass diese vom Leben hervorgebrachte Form dafür sorgen kann und sich darum kümmern kann und dazu beitragen kann, dass das Leben sich weiter entfalten kann.
Das ist es. Das Leben hat uns hervorgebracht, damit es am Leben bleibt. Nicht damit wir es als Wissenschaftler in seine Teile zerlegen, uns angucken, aus wie vielen schönen Nervenzellen oder Scheibchen oder Kerngebieten das Gehirn besteht und wie das auf irgendwelche Chemikalien reagiert. Das ist die Benutzung des Lebens für unsere Zwecke. Das ist scheiße. So, und jetzt müssen wir fragen, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und da ist einiges, was ich denke, wo man dann auch mit der Frage des Bewusstseins noch mal ein bisschen genauer hingucken muss. Ich persönlich weiß nicht, ob es überhaupt ein individuelles, also ich weiß, dass es ein individuelles Bewusstsein gibt, aber dieses individuelle Bewusstsein scheint kulturell hervorgebracht worden zu sein. Das heißt, es ist nicht wirklich meins. Sondern ich bin Teil einer Gesellschaft und das, was ich da an Bewusstsein hervorbringe, kann nur aus dieser jeweiligen Gesellschaft in diesem Kulturkreis hervorgebracht werden. Und jetzt sind wir bei solchen wunderbaren Menschen wie dem Jean Gebser, der sagt, es gibt Evolutionsstufen des Bewusstseins. Da unten ist irgendwie mystisch oder mythisch und dann kommt diese Stufe, auf der wir nun schon seit endlos langer Zeit herumkleben. Das ist personales Bewusstsein, da bezieht man alles auf sich. Und dann gibt es auch diese transpersonale Möglichkeit, dass man noch ein bisschen mehr denkt, als nur was mir jetzt im Augenblick gerade mal gut tut und was ich will. Und dann gibt es, der Ken Wilber hat das ja dann weiterentwickelt, kann man noch fünf andere Stufen oben drüber setzen. Das ist aber wurscht. Wichtig ist nur, dass es ein kulturelles, dass das Bewusstsein offenbar ein kulturelles Phänomen ist. Und das, wenn sich Erfahrungen und Erkenntnisse in einer Gesellschaft verändern und auch Lebensweisen und Arbeitsweisen verändern, dass sich dann auch das Bewusstsein verändert. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob nicht es Phasen gab in der Gesellschaft, wo man schon mal höher war in bestimmten Bereichen, in bestimmten Gemeinschaften und dann ist man wieder zurückgeknallt. Das heißt, es geht nicht immer nur geradeaus vorwärts, es kann auch wieder nach rückwärts gehen und vielleicht erleben wir gerade so eine Phase. Und wenn das so ist, dass wir dieses individuelle Bewusstsein verstehen müssen, als etwas aus dem kollektiven Bewusstsein hervorgebracht ist, dann wäre die entscheidende Frage, wie gelingt es uns überhaupt, dieses, oder wie entsteht denn das, was man kollektives Bewusstsein nennt? Wie entsteht denn das, was ich individuelles Bewusstsein nenne? Und dann gucke ich da bei Wikipedia oder irgendwas nach, da wird man ja verrückt, was die Leute, die können, wir sind nun nicht mehr in der Lage zu definieren, was wir unter Bewusstsein verstehen wollen. Und dann reden wir natürlich über lauter verschiedene Sachen. Und deshalb habe ich mit Margret gesagt, Margret, wir machen jetzt mal einen Trick. Wir fokussieren uns mal auf das bewusste Sein. Und scheißen mal auf die ganze Theorie. Lass sie doch bewusst sein und sonst wo und auf welchen Stufen sie da umherfliegen, das ist mir auch scheißegal. Wir gucken jetzt einfach mal, was man eigentlich bräuchte, damit man etwas herausbilden kann, was ja dann das nach Thomas Sandel so ziemlich das Höchste wäre, wo man hin kann, evolutionär, nämlich dass man das, was man tut und was man in der Welt ist und wie man in der Welt steht, bewusst sich selbst bewusst macht. Und dass man nicht mehr wie ein Krokodil handelt und Reizreaktionsschema da hat, sondern dass man in jeder Lebenssituation in der Lage ist, sich bewusst zu machen, wie schön das ist, dass man lebt und wie gut das ist, dass man jetzt klare Argumente hat und irgendeinem Trottel, der einen schon wieder mit seinem Gesülze kommt, eine ordentliche Antwort zu geben. Das ist doch so. Und das ist Bildung. Wir hatten gestern diese Frage schon, was denn unter Bildung zu verstehen sei und hatten schon gemerkt, das ist auch nicht so ganz einfach und vielleicht kann man, muss auch gar nicht definieren, was Bildung ist, aber worauf es ankäme, wäre schon, dass wir Heranwachsende in unserer Gesellschaft, dass wir ihnen helfen, dass sie ihr Leben bewusst gestalten können. Das ist das, was Manfred macht. Nicht als Wissenschaftler, sondern praktisch in der Schule. Und ich glaube, dass man sich das auch angucken muss, wie das aussieht und deshalb
bin ich froh, dass Sie jetzt mitgekommen sind. Einfach euch ein bisschen was aus diesem Bereich erzählen wir, wie Kinder plötzlich in die Lage kommen zu begreifen, wie schön es ist, dass sie nicht einfach nur handeln, sondern sich auch selbst klar darüber sind, warum sie handeln. Und warum sie das so sehen und nicht anders, und dass es viele unterschiedliche Betrachtungsweisen gibt. Und dass, wenn man sich als Suchender in die Welt hineinbegeht, man sich auch verirren kann. Man muss es irgendwann mal auch merken. Ja. Also ich fange mal an bei diesen wunderbaren Kindern. Also Kinder können uns ja zum Strahlen bringen. Kinder sind neugierig, Kinder hinterfragen Dinge. Kinder haben ein ganz sensibles Gespür für Gerechtigkeit. Sie sind noch nicht so eingetütet, sie sprechen alles aus, sie sind authentisch. Und nicht umsonst, wenn man Kinder beobachtet, geht es einem gut. Also mir zumindest. Dass da Kinder spielen oder strahlen sie, wenn sie gerade wieder was gebaut haben. Und das endet manchmal, wenn sie in die Schule kommen. So. Diese Begeisterung, weil sie dann nämlich, also wir haben viele gute Grundschulen, so 50% der Grundschulen sind eigentlich ganz gut. Nur wenn sie dann benotet werden und wenn dann die Eltern kommen und sagen, jetzt aber hier mal guten Abschluss in Klasse 4, mein Kind muss nämlich aufs Gymnasium, dann haben wir dieses trennende Bewerten, Ängste. Und deshalb ist für mich das allererste, ich würde mich freuen, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewegung aufnehme, uns von den Hinweisen der Lektion zu verabschieden. Und die eine Schule für alle, 9 Jahre. Für eine starke Demokratie. Das wollen wir. Da haben wir eine kleine Elite, die das nicht will, weil die Elite erhalten wollen. Aber ich schreibe ja gerade ein Buch, die Guten, wenn ich jetzt mal nach dem alten Leistungsbegriff PISA und so gucke, die Guten, die gewinnen bei PISA, haben alle Inklusionssysteme. Und wir sind ja schon der Menschenrechtsverletzung angeklagt. Wir haben eine Rüge von der UN. Wir haben eine Exklusionsrate von Kindern mit Behinderung von 4%, in Italien 0, in die anderen europäischen Länder so 0,1, 0,2. Also Deutschland hat noch sehr stark in sich den selektiven Geist. Und das ist ja eine Aufgabe von Schule, Selektion. Die einen gehören dazu und die anderen nicht. Und was wir verlernt haben oder vielleicht noch nie wirklich konnten, ist uns mit dem Schmerz der Kinder, was das tun wir. Zu verbinden. Und dass wir gerade so zerstörerisch unterwegs sind, also ich mache das jetzt nicht hochphilosophisch, bisschen schwarz-weiß, aber dass wir unterwegs sind, ist ja auch, weil wir das mitfühlen können. Wir schreddern mal eben 400.000 lebendige Küken, weil sie männlich sind und keinen Profit bringen. Wem treibt das Tränen in die Augen? Wenn wir das lesen, geht der rein da raus. Und viele andere Dinge. Wir vernichten ja täglich 130 Arten seit schon mindestens 30 Jahren. Müssen wir das. Machen locker weiter. Wir sind abgetrennt. Wenn wir einen Film vielleicht sehen, dann siehst du diese Tiere und so weiter, dann bist du sehr berührt. Aber dann gehen wir wieder raus. Also das Wichtige ist, uns das Fühlen nicht zu verlieren, die Entfremdung. Und in den meisten deutschen Schulen entfremden die Kinder sich selber und werden darauf getrimmt. Sie sind nämlich eingestuhlt. Was macht der Mensch zum Schüler? Einstuhlung. 8 Stunden auf einem Stuhl sitzen und manchmal, besonders an Gymnasien, auf die Rückenanpackung in einem Parallelklassenraum. Das macht natürlich was mit dir. Dann fremdbestimmt. Alles, was die interessiert, dafür ist ja keine Zeit. Die kriegen Arbeitsblätter, deren Lösung im Lehrerhandbuch steht. Arbeitsblätter sind eine Beleidigung für Kinder. So denken doch Kinder nicht. Sie nehmen ihnen ihre ganze Neugier, ihre Fragen weg. Nach der 2. Klasse sind sie von ihrem Bedürfnis nach Gestaltungslust abgeschnitten. Gerald kann erklären, was da passiert, aber ich kann nur noch ganz schön. Das mache ich mal gleich, weil das
das ist ja, ja wichtig, dass man das versteht. Das ist ja so eine Verletzung, die ein Kind erlebt, wenn es nicht mehr selber gestalten kann, sondern jetzt immer das so machen muss, wie das vorgegeben ist. Und das führt im Hirn zu großer Unruhe, zu Inkohärenz. Da feuern die Nervenzellen alle durcheinander und es geht einem schlecht. Jeder kennt das. Das ist so, als ob, was weiß ich, in der Partnerschaft ein Konflikt auftaucht, wo man. Erstens kann man in dem Zustand unmöglich was lernen, aber den hält man auch nicht lange aus. Und deshalb müssen die Kinder eine Lösung finden für diese Erfahrung, dass sie jetzt etwas gestalten wollen, aber es nicht können, weil es ihnen vorgegeben wird, wie sie das zu machen haben. Und die Lösung heißt, das macht das Hirn von alleine, das machen nicht die Kinder, sondern das Hirn muss diese Übererregung abbauen, die da herrscht. Und das gelingt eben, indem hemmende Fortsätze ausgebildet werden, die sich über diesen Bereich legen, wo normalerweise das Gestaltungsbedürfnis immer wieder entsteht. Das sogenannte Motivationszentrum. Und dann wird das sozusagen überbaut mit Nervenzellen, die mit ihren Botenstoffen deren Aktivität hemmen. Und dann will es nichts mehr. Der Gestaltungswille ist dahin, weil weggehemmt. Und der kommt dann auch nicht mehr wieder. Wenn ich einmal richtig weggemacht habe, kommt er nicht mehr. Dann müsste man glückliche Umstände haben, später im Leben oder wann auch immer, dass einen jemand wieder, auch davon kann die Marke viel erzählen, ist manchmal gelingt es so Schüler, die schon in diesem Zustand sind, wo alles weggehemmt ist, dass die wieder erweckt werden. Da muss aber eine ganz andere Erfahrung werden. Und von so einem freien Schulen, auch hier aus der Gegend, weiß ich, habe ich mich mal unterhalten, die sagen, das dauert fast so lange, wie das Kind in der Schule war. Wenn es mit der 5. Klasse hier in so eine freie Schule kommt, dauert es fast 5 Jahre, bis das aus diesen Hemmungen wieder rauskommt und wieder frei wird. Es geht, aber es ist schwierig und es passiert automatisch, weil das Hirn sozusagen versuchen muss, diese Übererregung zu unterbinden. Und das, wir nennen das dann, es unterdrückt seine Gestaltungslust, damit es das gestalten kann, so wie es vorgegeben ist. Aber das ist ein hirntechnisches sozusagen Thema, weil es entstehen da Vernetzungen, die da drüber liegen. Das ist dann auch so. Und man kann auch nicht die Freude an einem Thema unterdrücken, ohne dass man alles unterdrückt. Wenn ich jetzt, ich bin ja Russisch, mochte ich überhaupt nicht. Da kann ich aber nicht in meinem Hirn meinen Gestaltungsdrang in Bezug auf Russisch alleine unterdrücken. Das ist gleich für alles weg. Also, das war nur ein Eindruck. Genau. Genauso mit der Einschulung, die wir Jungs haben können. Und also eingestuhlt, fremdbestimmt und dazu noch dauerbewertet mit Zucker. Und abgeschnitten von Herz und Körper. Kognitiv überfrachtet und nicht alphabetisiert oder alles verloren. Kinder haben eine große Körperlichkeit. Und Körper und Herz. So, wenn man mal ganz krass sagt. Und deswegen müssen wir grundsätzlich, also Schulen, viel passiert da mit Geschenken. Viele Lehrer merken es nicht, was die da so raushauen, weil die austeilen, was sie selber erlebt haben und keine innere Arbeit gemacht haben. Täglich haben wir Beschämung, ein Viertel der Lehrer beschämt. Wir haben aber auch strukturelle Gewalt, zum Beispiel eben Notenzwang, Sitzzwang, Klassenarbeitszwang, diese Leistungszwang. Und das geht dann so weit, nehmen wir mal Bayern jetzt. In Bayern ist alles besonders schlimm, weil in Bayern kein Elternwille da ist beim Übertritt nach der 4. Klasse. Du musst 2,33 haben in Deutsch, Mathe und Sachkunde. Bei 2,34 kommst du dann auf die Schule. Und dann geht's los in Klasse 3. Kinder weinen, wenn sie eine 3 schreiben. Kinder sitzen bis abends mit ihren Großeltern und Eltern. Und alles wird in sie reingestopft. Und ich habe da ganz berührende Briefe auch von Lehrern, die dann die Mittelschüler kriegen, die völlig fertig sind. Die null hat nicht mehr glauben. Also wir produzieren durch System Gewinner und Verlierer in sehr frühem Alter und die Verlierer haben den Glauben an sich verloren. Und wenn sie dann nicht Glück haben, dass sie auf die Schule kommen, die wieder aufbauen und so weiter, dann sind
Kapitel abgehängt. So, also das mal so ein bisschen zum Drama. Wir müssen diese Entfremdung zwischen uns und anderen, zwischen uns und unserer Mitwelt und ihm selbst ja überwinden, um gestaltungsfähig zu sein. Und wir entfremden systematisch die Kinder, sich selber. Und wir haben hier, Josi, magst du mal eben nach vorne kommen? Ich bin da insofern total an dem Thema dran, das war immer schon mein Thema. Ich werde ja auch als Journalistin für Kinder, weil die meisten gucken ja weg und sagen, ich schlage drei Kreuze, meine dritte ist durchs System durch, nie wieder will ich was damit zu tun haben. Ja. Völlig unverbunden mit dem Kind, solche Ausdrücke. Und die Josi gehört zu zu vielen Schülern eines Leipziger Gymnasiums, die nach dem Lockdown wiedergekommen sind. Und statt dass sie gefragt wurden, Mensch, wie geht's euch, was braucht ihr? Stoff, Papa, Stoff, Papa, Stoff, Papa, was? Klasse, arbeiten, 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 Noten, 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 Noten. Und dann ist aus einem Schüler, ist halt auf einmal rausgekommen. Also der hat nicht mehr funktioniert und ist nicht mehr weggedrückt, sondern als Freund geschrieben, seinen Freund geschickt. Und ganz wohl, vielleicht noch, kannst du auch einen Workshop leisten, in Open Space, also eigentlich, was ist dann passiert? Ja, also ich war halt da Schülersprecherin bei mir in der Schule und habe dann, also der Schüler, der das geschrieben hat, hat das auch noch an eine Lehrerin, der er halt vertraut hat, geschickt und die hat das dann ein bisschen mir gesteckt, so halt mich ja, mach das mal, besprech das mal. Und das haben wir natürlich gemacht und auch bei uns im Kurs, weil wir eine ganz tolle deutsche Kursleiterin hatten und da wurde sehr, sehr viel geweint, es wurde sich extrem geöffnet und da ist mir halt auch klar geworden, dass wir keine Einzelfälle sind, was er auch in seinem Brief so geschrieben hat, dass wir eigentlich gar nicht wissen, dass wir die Mehrheit sind und dass wir die Macht hätten, was zu tun und dass wir aber auch überhaupt gar keine Kraft haben, was zu machen, weil wir schon so kaputt gemacht sind. Und ja, deswegen stand für mich fest, dass nicht nur dieser eine Brief bleiben kann, sondern mehrere Briefe es geben muss. Und dann haben wir halt eine Briefaktion ins Leben gerufen und ganz viele Briefe von SchülerInnen eingesammelt. Einfach nur zu der Frage, wie findest du Schule? Und das war halt überwiegend negativ. Also es gab manchmal so ein paar kleine nette Sachen, die ja, meine Klassenlehrerin ist nett, aber sonst sehr negative Sprüche, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich werde kaputt gemacht, Schule ist scheiße, ich will nie wieder lernen, wobei Lernen ja sowas Schönes ist, was ja auch mit der Schule nicht aufhört und einen das Leben lang begleitet und genau, dann waren es halt erstmal 15 Briefe, das ist immer gewachsen, wir haben das vom Sekretariat aufgehangen und dann waren es halt irgendwann 70 Briefe und dann hatten wir das Glück, dass Margret da unsere Schule gerade pädagogisch begleitet hat und halt die Briefe gesehen hat und was auch total berührt, hast du gesagt, und hat halt sofort den Schatz da drin erkannt und uns so ein bisschen, wie wir das angeleitet haben, halt an die Hand genommen und ja, jetzt gibt es gerade auch in Leipzig. Genau, danke. Ihr könnt ja mit Josi noch sprechen. Also 70 Briefe, erschütternd. Erschütternd kannst du nicht auf einen Schlag lesen, ohne zu weinen. Und dann habe ich gedacht, welch ein Schatz, die Briefe haben die Kraft, uns an den Schmerz zu bringen und uns mit den Kindern zu verbinden. Und das erlebe ich auch, ich zitiere da immer raus bei Vorträgen, wenn du so eine Kurve zeigst, wie schlecht es im Kindergeld, da ist auch keiner von gehört. Ja, dann habe ich eine tolle Künstlerin getroffen in Leipzig, ich war ja noch neu in Leipzig, die Ute, die ist auch da, Ute ist hier mal kurz auf, die Ute. Und Ute hat auch ähnliche Erfahrungen, weil sie so in der Work mit einer Klasse machen, die erzählt. Achso, ach nee, nicht an der WDR-Schule, an der Jörg-Klang-Klasse. Ja, und da sagt die Ute, Margret, wir müssen sofort was tun. Ja, und sie hat ja die friedliche Revolution mitgemacht. Und die Kraft ist ja noch da. Wir hatten ja schon mal Systemwandel, auch wenn das Ergebnis nicht so toll war, wie man dachte. Aber man hat einen friedlichen Systemwandel hervorgebracht. Muss ich mal vorstellen. Fürs Volk. Und maßgeblich war ja auch da mal die Kirchen, Nikolai Kirch und so weiter. Und die Kunst. Und ohne die transformative Kraft der Künste und durch Orte der Realbegegnung, wo Menschen sich sterben, wo man
man hingehen kann, wo man anders ausgeht, als man gekommen ist, wäre das alles nicht passiert. Und deswegen haben wir jetzt einen Ort für die friedliche Bildungsrevolution mitten in Leipzig. Wahnsinn, riesen Raum mit so zwei Betonpfaus und mitten in einer Fußgängerzone an drei Seiten Fenster. Und ich muss noch kurz dazu sagen, wir haben dann mit ein paar Schülerinnen, weil wir 11 waren, also uns getroffen haben, Ute und ich, die 11 Verbände haben wieder gegründet. Und sie hatten tatsächlich den Mut, auf die Straße zu gehen, vor das Rathaus und den Megafon ihre Briefe vorzulesen. Wie geht es uns wirklich? Waren abends im Fernsehen, riesengroß in der Presse, im Radio. Ich habe sie dann mitgenommen, ich hatte kurz auch mal so ein Gespräch auf dem Roten Sofa, also eine beliebte Sendung beim NDR. Da habe ich Briefe eingelesen. Und dann waren die, also sowas von mutig, das muss ich sagen, weil wir sind jetzt in vielen Schulen gewesen. Und dann haben immer die Schüler gesagt, wir schreiben Briefe und dann kam für ihnen, wir haben solche Angst dafür, ganz schlechte Noten. Ja, wir haben Angst, dass wir danach schlechte Noten kriegen. Und die, ihr kennt wahrscheinlich Chrismon, Chrismon liegt da einmal im Monat den großen Zeitung bei, 1,6 Millionen Auflage, da waren im Mai letzten Jahres Titelthema. Schule macht uns krank. Und der NDR hat das aufgegriffen in einer Sendung Panorama im November letzten Jahres, macht Schule krank. Da sind auch Psychologen aufgetreten, die haben gesagt, keiner, der hier bei mir ist, hat nicht Schule als Grundlage. Und es gibt ja den Professor Schulze-Marfert, der hat einen Kinderpsychiater studiert in Hamburg. Die meisten Psychologen und Ärzte gehen ja nicht an die Öffentlichkeit. Wenn die dann fragt, dann erzählen die ganzen Storys. Und der hatte eine kinderpsychiatrische Klinik in Hamburg. Und als dann Neunjährige im Burnout kamen, Neunjährige, da hat er gesagt, jetzt gehe ich raus. Und hat ein Buch geschrieben, Burnout jetzt. Verinnerlichter Leistung. Ich will meine Mama nicht enttäuschen, ich will meine Lehrerin nicht enttäuschen. Aber alles ist zu viel und dann brechen die zusammen. Und dieses Buch hat gar keinen Aufruhr hervorgebracht. Dann denke ich, ist das ein Kollateralschaden. Ich bin jetzt die Burnout-Gesellschaft bei Neugierigen angekommen. Nehmen wir das hin. Wir haben ja Suizide auch. Kinder, die sich umbringen, weil sie schlechtes Zeugnis haben. Steht alles nicht in der Zeitung, wegen Nachahmereffekt. Ist es normal, dass einfach bevor es Zeugnisse gibt, in allen Zeitungen steht, hier ist die Nummer gegen Kummer, morgen gibt es Zeugnisse? Das ist doch eine pathologische Normalität, die wir einfach hinnehmen. Diese Normalisierungskräfte, die sind schon so in uns gesickert, dass wir gar nicht mehr merken. Und deshalb ist, glaube ich, ein großer Schritt, dass wir immer Kinder auch dabei haben, die können unser Herzen rühren und dass wir tatsächlich auch an den Schmerz gehen. Ich schreibe mit Ute Lange gerade, ich schreibe ja auch ein Buch über Führen Lange raus, positiv und so weiter. Bring Beispiele, wie es anders sein kann. Aber wir müssen erstmal auf den Tisch legen. Das wird tabuisiert und verschwiegen. Oder gar nicht gefühlt. So. Und ja, da sind wir, glaube ich, auf gutem Weg, denn jeden Tag kommen mehr welche zu uns rein. Und also, da erzählen wir jetzt nicht so viel, Realer bei Leipzig, wir stehen vor dem Haltungswandel. Wir hören vor, statt laut, Beziehung statt Entfremdung, alle diese Dinge, wir haben auch unsere Haltungswandelkarten dabei. Ich könnte noch kurz von, wie man anders Bildung machen kann, erzählen. Jetzt habe ich ja erstmal das Drama dargelegt, aber Gerald steht hier schon neben mir. Gerald. Das ist nichts Kognitives. Ja. Wer also glaubt, dass Bewusstsein immer in der Logik stattfindet, in der Hirn wird, glaubt, das ist heute falsch. Und das ist in dieser Bereich, wo man da vorne kann, wo werden junge Menschen berührt? Also was berührt die? Und wie muss man mit denen reden, wenn ich denen über die Photosynthese erzähle, wie muss ich mit denen reden, dass sie da draußen staunend die Augen aufschlagen und auf einmal sehen, wie viel Grün ist der Kasten. Und dann endlich verstanden haben, warum die Blätter grün sind. Und wie toll das ist, dass die Bäume immer noch das Ganze herstellen. Das, und wenn das nicht passiert, ist das Wissen über die Photosynthese irgendwie sogar Blödsinn.
Und das wird nicht miteinander verbunden. Und ich kann nachher noch darüber reden, ob da eine Absicht dahinter ist. Dass das, also, dass man für die Menschen, die man im vorigen Jahrhundert gebraucht hat, solche braven Pflichterfüller, ob man dort das eingebaut hat, wie man Schulen so organisiert und Bildung so organisiert, dass am Ende Menschen rauskommen, die zu allem bereit sind, wenn man ihnen sagt, mach das jetzt. Und das hängt uns jetzt nach und ich weiß nicht, warum wir speziell in Deutschland diese Kurve nicht gekriegt haben. Eigentlich ist das immer ein Zeichen dafür, dass wir aus dem Alten, das, und der Zweite und der Erste Weltkrieg schon noch gar nicht raus sind. Und so wie ich im Augenblick diese Gesellschaft erlebe und wie diese schon wieder auf den nächsten Krieg vorbereiten, habe ich große Bedenken. Und dann eben die Frage, wie können wir unseren Kindern helfen, dass dieser Bewusstwerdungsprozess in ihnen selbst sich vollzieht, aber bitte so, dass es unter die Haut geht. Dass da auch mal Tränen fließen und dass man berührt ist. Auch der Lehrer darf gerne berührt sein für den, was ihm dann plötzlich von den Schülern entgegenkommt. Das war jetzt nur ein Kommentar. Ja. Nein. Zum Abschluss. Ja, ja. Ich sag ganz gerne, wenn keine Tränen geflossen ist vor Herzberührung in einer Schule, dann hat man die Schule falsch. Ich erzähle mal ein bisschen, wie wir Schule gemacht haben. Also ich bin ja Fan von der Kraft der Kinder. Wir unterschätzen ja die Kinder total. Wir stopfen die irgendwie mit Stoff voll. Was die alles können und bewegen können, ist ja der Wahnsinn. Und ich habe immer in meinem Unterricht, in der Lehrerin, wenn wir mal Projekte gemacht, Sachen gestaltet, gegen die Pharmaindustrie sind vor allem die Klasse und so. Total spannend, da wusste ich, was die alles können. Und ich bin dann Schulleiterin geworden, 96, an einer Gesamtschule im sozialen Brennpunkt in Essen, die sich neu aufbauen durfte. Ich hatte zur Bedingung gemacht, dass wir auch lernen, was die behinderten Kinder aufnehmen. Weil in Essen gab es 33 inklusive Grundschulen und keine einzige weiterführende Schule. Die mussten alle wieder ab ins Fördersystem. Und ja, und damals gab es ja nach der Rio-Konferenz eine Expertenkommission, wie müssen denn Schulen aussehen, damit da Menschen rauskommen, die transformationsfähig sind. Und da hat eine Forschergruppe 3 Jahre geforscht und 1996 haben wir ein Buch herausgebracht, den UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert und haben dann zum einen gesagt, die Kinder müssen raus, Gesellschaft mitgestalten und so weiter. Dann haben sie festgestellt, 50% des humanen Potenzials werden im heutigen Schulsystem nicht gehoben. Wir haben einen Wahnsinnsschatz zu heben, das allerdings hier und nicht da oben. Also ermutigend, und sie haben dann die Bildung empfohlen, die Bildung auf 4 Säulen zu stellen, Lernen Wissen zu erwerben, Lernen zusammenzuleben, Lernen zu handeln und Lernen zu sein. Und diese 4 Säulen sind gleichwertig. Alle Schulen sagen ja super, aber wir haben Wissen, ist, dann sind wir voll, haben wir keine Zeit mehr für das andere. Ja, dann habe ich ja diese Kinder. Die Hälfte war von anderen Gesamtschulen abgelehnt, 21 Kinder aus 21 Kulturen, welche ein Schatz, später hatten wir 29, dann immer gefeiert, wenn eine neue Kultur dazu kam. Ja, und lernen zu handeln, lernen zu mich handeln. Also haben wir von vornherein gesagt, einen Tag machen wir den Stand ein und ihr guckt, wie ihr uns handeln könnt. Die Kinder kannten natürlich die Agenda 21 und was da alles drin stand, haben sofort beschlossen, wir sind dosenfrei, möglichst plastikfrei, vermeiden Müll, sparen Energie, haben Waldlehrfahrt gebaut, eine Energielehrfahrt, haben ein Kinderbüro aufgemacht, Madonna-Fenster im Stadtteil, für die Kinderrechte konnten die Grundschulen kommen und dann kamen die und sagten, Frau Hassel, wir brauchen die Lehrer nicht, wir können auch alleine gehen. Och, die Lehrer, ihr seid Kinder, ihr könnt doch nicht alleine gehen. Die Eltern auch, ihr seid doch Kinder. Dann ist ja nicht das Schlimme. Wenn wir Kindern nicht zumuten und zutrauen und sie in ihre Kraft bringen, dann holen sie sich erzeugt über TikTok und Co. Ja, Spiele und so. Ja, aber wir haben dann durchgesetzt, also so ist ein Schulfach entstanden, das heißt Verantwortung. Sie kriegen 2 Stunden geschenkt und übernehmen alle eine soziale oder ökologische Aufgabe im Gemeinwesen. Und die Lehrer haben die besucht und nach dem Jahr war klar, es gibt kein besseres Alter. Am besten noch
Ja, früher. Ja, seitdem gibt es ein Schulfach Geantwortung, was so um die 600 Schulen inzwischen machen. Wir haben ausgezeichnet für Zivilcourage, weil wir hatten ja auch so rechte Parolen und so weiter. Wenn Ereignisse die Welt erschüttern, zum Beispiel in dem Jahr 2000 jüdische Mitbürger angegriffen worden auf dem Flughafen in Düsseldorf, dann kann es ja nicht unsere Mitarbeiter machen, dann sei nichts passiert. Dann haben wir natürlich aufgegriffen, eine besondere Schulversammlung gemacht, Politiker eingeladen, diskutiert und da ist eben rausgekommen, wir zeichnen jährlich aus für Zivilcourage, für den kleinen, großen Mut im Alltag, der auch in jeder Stunde sein kann, wenn einer sagt, wie siehst du denn aus, so dick, stopp. So. Ja, also wir sehen, dass die auch angegriffen haben, aber wir haben natürlich geguckt, wen sie angreifen und wen nicht. Jetzt darf ich gar nicht mehr weiterreden. Ich war da gleich in Open Space, ich mache mal ein bisschen Appetit noch. Ich bin dann nach Berlin gegangen, habe die evangelische Schule im Zentrum aufgebaut und da war 30% Lernen im Leben. Herausforderungen, der Friday und so weiter. Und die leben ja total auf und wer dann noch mehr so wissen will, der kann dann bleiben. Ganz, ganz herzlichen Dank.